Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Meine neue, meine zweite Ersatzkamera ist jetzt mittlerweile gekommen von Elgato. Die wollen wir mal auspacken. Das ist die Elgato Facecam MK2. Ich hatte schon eine MK2, die musste ich zurück. Also meine erste Facecam ist kaputt gegangen. Also habt ihr gesehen im Stream, dass sie immer weg war. Und dann musste ich halt von Facecam auf Camlink wechseln und dann wieder zurück. Dann war sie wieder eine Weile da. Und das haben wir versucht mit Updates und Einstellungen zu beheben. Das hat nicht funktioniert. Und haben sie mir dann einen Austausch angeboten. Und da habe ich dann gefragt, wie es aussieht, ob ich auch die MK2 haben kann, weil die ist immer noch billiger als die MK1, wo ich sie gekauft habe, weil die MK1 habe ich damals für 179 Euro, glaube ich, gekauft. Und die MK2 kostet jetzt 149, die MK1 129. Und haben sie mich dann an die zuständige Abteilung weitergeleitet und die hat dann das Okay dafür gegeben und dann habe ich die MK2 bekommen. Die ist defekt gewesen, weil ich hoffe, ihr könntet etwas erkennen, das ist eine goldene Schraube, die ist an der Unterseite der Kamera dran, dass man die Kamera praktisch auf ein Stativ schrauben kann. Ich habe hier Multimount und dieses gleiche Multimount habe ich auch für diese Kamera und ein zweites, ein Ablegerarm, weil da gibt es auch noch so einen Ablegerarm vom Multimount, also praktisch nicht mit so viel Zeug, sondern halt nur so ein Stückele mit Klemme, was man dann am Multimount von der Lampe befestigen kann. Also insgesamt habe ich eins, zwei, drei Multimounts. Also eins hier, eins dafür die Elgato-Lampe und eins für die Kamera, mit der ich gerade filme. Und von der Kamera, also praktisch von der Lampe, habe ich dann noch so einen Seitenarm. Den kann man dann so mit einer Klemme ranmachen. Und dann ist der so wie hier, aber halt nicht mit Winde, sondern halt mit einer Klemme. Und da ist dann halt auch so ein, ich hoffe mal, ich guck mal, ob ich das vielleicht ranzoomen kann für euch. So. So. Und da ist dann halt hier so ein, hier seht ihr das? Ja? Und dann hier vorne ist jetzt praktisch das von der Kamera dran. Das spielt nicht zur Sache. Das ist hier raufgeschraubt. Hier ist so ein, ja, das ist praktisch hier in der Winde drin, dass man das so machen kann. Ja. Und dann kann man das so festmachen. Und hier, das ist jetzt einfach nur der Schnellverschluss. Aber hier unten ist so ein rundes Ding. Ja. Das ist dann halt hier mit dem Steg hier dran und dann hier drin. Und da ist halt eine Schraube, wo das auch befestigt ist. Und diese Schraube gehört zur alten Kamera. Die ist viel zu dünn. Viel zu dünn für die Original-Multi-Mounts von Elgato. Also da muss einer wohl bei der Entwicklung ein bisschen geschlampt haben oder nicht aufgepasst haben. Wenn man sowas macht, dann macht man doch ein Gewinde drin, was mit dem Multi-Mount kompatibel ist. Dafür ist es ja da. Und steht ja auch da, dass man, sind ja auch Bilder, wo es am Multi-Mount befestigt ist. Aber wenn du die Facecam, also die Elgato Facecam MK2 am originalen Multimount befestigst. Du machst zwei, drei Umdrehungen. Sie ist noch nicht fest. Sie ist locker. Und hier ist auch noch ganz viel Gewinde da. Aber sobald du mehr schraubst, bricht dir das raus. Ja, aber wenn du es wirklich nur so weit reinschraubst, wie das hier minimal Gewinde ist, also bei mir jedenfalls war es so, dann war sie wackelig, wie so ein kleiner Lämmerschwanz. Also die hat dann ganz schön da hin und her geschlackert. Also die war nicht fest. Na, nichtsdestotrotz werden wir das jetzt mal auspacken und uns angucken. Ich wechsle mal rüber und dann kann ich euch das nochmal ein bisschen genauer zeigen. So, ich habe noch nicht mal geschafft, das erste Unboxing von der Facecam online zu stellen. Und schon ist die zweite da. Meine Stimme ist halt, wie gesagt, noch nicht so perfekt. Habe jetzt flache Lehnen. So, und da ist er. Die MK2.
dann halt Facecam Bilder. Und hier seht ihr das auch. Hier sind Bilder, dass man so auf. Ja, hier ist halt, dass man, wie man schließt. Und hier, dass man sie dann darauf schrauben kann und dann festschrauben kann und dann oben auf dem Monitor. Und hier ist halt dieser Multimount und dass man da darauf schrauben soll. Ja, kann. Seht ihr das? Aber das funktioniert nur mit zwei Umdrehungen. Maximal zweieinhalb, drei. Und dann ist Schluss. Dann bricht das Ding unten raus. Das zeige ich euch auch gleich. Also nicht, dass es rausbricht. Da müsst ihr beim Erwerb wirklich, wirklich aufpassen. Ich weiß nicht, ob man sowas nicht testet vorher oder logisch durchgeht oder ich habe keine Ahnung. Weil Elgato eigene Produkte sollten eigentlich mit Elgato eigenen Produkten auch kompatibel sein, vernünftig. So, hier seht ihr die neue Facecam, die ist jetzt ein bisschen länglicher. Ja. Wir haben jetzt hier nicht mit Magnet, dass es die Klappe hält, sondern die kann man auf und zu machen. Zumachen ist dann halt immer so ein bisschen doof. Da hätte der Steg hier noch ein bisschen höher sein müssen. Also ich habe da manchmal echt Probleme, das hier zuzumachen. Ich komme da nicht gleich ran. Ich muss dann auch mit Fingernagel kommst du schwer rein. Also das ist halt, das müsste, der Pinöpel müsste ein Stück höher sein. Ein bisschen höher müsste der sein. Dann haben wir hier eine LED, die uns den Betrieb anzeigt, also ob sie an ist oder aus ist. Hier steht dann noch was zur Kamera drauf. 1080p. Aber den Rest kann ich jetzt gerade nicht lesen. 1 zu 34 und 24 mm. Dann hier halt Facecam. Hier ist der USB. Hier ist nichts. Und hier ist halt praktisch das zum Befestigen am Monitor. So. Und im Gegensatz zum alten können wir das so ja jetzt kippen und drehen. Hier ist es denn gummiert und da ist dann die Schraube zum Losschrauben. Dann macht er das so einfach ab. Ja, und guck mal. Ja, hier ist dann halt nur so ein Stückele Gewinde und dann ist halt glatt. Aber das ist eigentlich genauso wie am Multimount. Also ich glaube, also laut Augenmaß ist es jetzt nicht viel größer, aber sobald ich das Multimount beim alten hier befestigt habe, habe ich sie. Hier, da ist die Schraube, also die Mutter. Die ist da eingeklebt, ja, und die ist dann da rausgekommen. Na, die jetzige sieht vielleicht sogar, wenn ich mich nicht vergucke, minimal tiefer aus. Aber es kann eine optische Täuschung sein. Ja, ich werde auch mal versuchen. Beim Monitor, ich muss mal gucken beim neuen Monitor, ob es passt, dass ich den Multimount vielleicht spare. So. Und das ein Stück locker machen. So. Ja, ist auch schon besser. Ich mal versuchen, am Monitor zu machen, aber das mit der Lippe hier vorne, dass das halt nicht vom Monitor rutscht. Ja, das ist für die meisten Monitore viel, viel zu tief, weil die ja kaum noch einen fühlbaren Rahmen haben. Und dann ist das halt über dem Bildschirm drüber. Deswegen abschrauben. Da. Abschrauben und dann an den Multimount, aber aufpassen. Mal gucken. Ich werde sie gleich mal anbauen. Daumen drücken, dass es funktioniert. Und ja, Software ist,
die gleiche wie vorher auch. Aber die funktioniert. Also wie gesagt, ich hatte ja schon das Modell, aber halt, habe jetzt nochmal getauscht, weil das rausgebrochen ist. Ich habe gedacht, das geht vielleicht so. Ich habe die Mutter wieder reingemacht und dann hat es auch kurzzeitig gehalten. Aber wenn man ins mal an den Tisch kommt oder wenn der Kater da ein bisschen an dem Multimount von der Lampe gewackelt hat, dann hat die Kamera ja logischerweise auch mit gewackelt und dann ist er immer nach einer Weile runtergefallen. Also musste ich doch nochmal tauschen. Aber die hat keine Ausfälle mehr gehabt. Die ist wirklich komplett durchgelaufen, ohne dass Bild weg ist und ich wechseln musste. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich habe noch nicht die optimalen Einstellungen für die Kamera gefunden. Ja, die ist ja ein bisschen anders als die normale Facecam. Die hat ja einen Lichtverstärker mit drin und HDR, also Licht, HDR kann man glaube ich auch ganz unten, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, unten nochmal separat anschalten. Ist aber nur eine 1080p Kamera. Also nicht so wie die 4K Facecam, die kann ja 4K und HDR, die kann kein 4K, die kann nur 1080p. Ja. Aber ist eine schöne Kamera. Aber Elgato muss ich echt sagen, also der Support war super. Also wirklich erstes Klasse, erste Sahne. Kontaktaufnahme, bis sie reagiert haben. Dann Bilder schicken, austauschen, hin und her schreiben. Hat mit Deutsch angefangen, dann waren aber keine deutschen Support-Mitarbeiter da. Denen wurde dann Englisch weitergearbeitet und so. Hat man ja Translator und so. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also da muss ich echt sagen, aber die Qualität der Produkte momentan bei Elgato, muss ich echt sagen, hat wirklich im Gegensatz zu vor ein paar Jahren sehr nachgelassen. Ja? Auch von den Software-Updates her. Also da muss ich sagen, ich liebe meine Elgato Keylights und meine Stream Decks und so. Das ist alles wirklich erste Sahne. Aber die Qualität hat wirklich, wirklich nachgelassen. Zum Beispiel die Kamera-Software hier, Kamera-Hub, die ich brauche für die Kamera und für die, mit der ich gerade aufnehme, weil der Cam Link auch dran ist. Früher hatte der Cam Link eine extra Software. Jetzt ist das alles in einer Software, die Kamera und der Cam Link. Und da habe ich dann immer Probleme, wenn der Cam Link, also mit der alten Facecam, mit der neuen konnte ich es noch nicht so richtig testen. Wenn ich die Kamera, also die, mit der ich jetzt gerade filme, genommen habe und ich dann in der Szene bei OBS gewechselt habe, in eine Szene, wo man den Bildschirm sieht und die Kamera benutzt wird, dann hat die geflackert oder war ein Grünstich gehabt und da gab es dann, oder manchmal gab es gar nichts Großartiges, nur dass sie halt mal so ein bisschen geflackert hat. Ja, das war dann halt so ein bisschen doof, weil alles jetzt in einer Software ist. Also ich bin da der Meinung, das hat damals super funktioniert, wo zwei Softwares war. Jetzt, wo es in einer Software ist, kommen immer mehr Probleme. Sollte man vielleicht, man muss nicht alles immer in einer Software haben. Es ist, wenn es funktioniert und man zwei Softwares hat, kann es auch gerne zwei Softwares sein. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Aber in der jetzigen Form von der Software, dann kommt noch der Prompter mit drin und dies mit drin und jenes mit drin. Das ist einfach zu überladen und dann haut es hinten und vorne manchmal nicht hin und das ist dann halt nicht so toll. Aber sonst bin ich mit meinen Elgato-Produkten echt zufrieden. Man müsste jetzt mal gucken, wie sich Elgato jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Aber wenn es so wie bei der Software weitergeht, dann werde ich sowas bei Elgato halt nicht mehr kaufen. Logischerweise. Auch bei der Capture-Karte bin ich ja bei Avamedia. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Meine Stimme geht schon wieder weg, wie ihr hört. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.